Unglaublich, du bist ja eine schöne Kuh und du bist auch dazu so eine extrem seltene Kuh. Denn man muss wissen, nur 2% aller Milchbauern produzieren Heumilch und das europaweit. Der Grund genug, für mich einmal so einen Milchbauern zu besuchen und das auf hochalpinem Gelände. Brauchst du keine Angst, damit tut er ja nichts. Im alpinen Raum, wo die Tradition der Almwirtschaft sehr lebendig ist, also da hängt die ganze Seele der Bauern und auch der Menschen und der Bevölkerung in dieser Almwirtschaft. Weil jeder weiß, die Viecher, die im Sommer da oben sind, die sind gesund. Wenn sie im Herbst runtergetrieben werden, haben sie so buschige Haare und sie strotzen vor Gesundheit. Und jeder weiß, was da oben wächst, das ist etwas ganz Besonderes. Und das ist natürlich für die Gesundheit und für die Qualität der Milch ist es eigentlich, das ist das Höchste. Das ist die höchste Stufe der Landwirtschaft und die höchste Stufe der Qualität. Denn Heumilch kommt nur von Kühen, die den ganzen Sommer auf der Weide verbringen. 24 Stunden im Tag, außer beim Melken, sind sie draußen, im Freien. Die leben ein freies Leben und das ist wie ein Sanatorium, es ist ein Gesundheitsschub, den sie da oben kriegen. Und natürlich, da oben ist eine Vielfalt. Das sind keine kultivierten Pflanzen, das sind wirklich Naturpflanzen. Und da ist eine Vielfalt da, die bei uns in der zivilisierten Gegend eigentlich verloren gegangen ist. Ein bisschen verloren wirkt aber auch unser Andi auf der Hochalm. Du, ich suche den Johann, ich glaube, das ist der Chef. Weißt du, wo der ist? Ah, die Richtung, super, ich gehe dir gleich nach, okay? Ah, Spitze. Ja, du musst der Johann sein, eine Kühe mir gerade dahergeleitet. Ja, das stimmt, ja. Sehr gut, Johann. Ich bin da raufgegangen und habe ein sehr unwegsames Gelände gesehen. Ich glaube, das muss ein Paradies für jede Kuh sein, oder? Ja, da rum ist auf jeden Fall wunderbar. Ja, die Kühe sind ständig in der Natur, sie suchen sich das eigene Futter, nur das, was ihnen schmeckt. Das sind eben die zahlreichen Almkräuter und das auf der Alm gewonnene Heu. Gibt es eigentlich so Zusatzfutter auch noch? Irgendwo Kraftfutter oder sowas für die Kuh? Bei mir wird kein Zusatzfutter verfüttert. Man merkt dann, die Butter ist im Sommer besonders gelb. Sie hat viel Carotenoide. Und es schmeckt einfach viel intensiver und viel besser. Das ist das Besondere an der Hochalm. Und genau von dort kommt die zurück zum Ursprung Heumilch.